Hallihallo und alle herzlich willkommen bei Let's Play Uncharted 4. Nach zwei Tagen Ruhe vor mir habe ich mir gedacht, okay, ich hau mal wieder ein Video raus. Ich habe es aus Zeitgründen leider nicht geschafft, die Tage davor was aufzunehmen und hochzuladen. War alles ein wenig, naja, gut. Gehört dazu, aber jetzt machen wir weiter. Und wir sind ja hier auf diesem Turm, auf diesem Glockenturm und sollen ja oben die Glocke von Avery läuten, die mit dem Piratensymbol, und wir sehen es auch da vorne. Aber hier kommen wir auf jeden Fall nicht an sie ran. Ich glaube, wir müssen mal rumlaufen. Ich hoffe, dir geht's gut da draußen, Sam. Das hoffe ich auch, ja. Der gute alte Sam. So, hier ist auch kein Eingang. Ja, wir hätten auch einfach rechts rumlaufen können, es wäre schneller gegangen. Herzlichen Glückwunsch. So, okay, Sam, geschafft. Ja, dann hauen wir mal rein, Alter. Läuten wir mal die Glocke. Sorry, der Griff ist abgebrochen. Okay, wir versuchen selbst, Leute. Ich wollte gerade sagen, wir haben ja noch den manuellen Hebel hier. Okay, und los geht's. Zack. Schön schaukeln. Einfach mal's klack. Das war heftig. Verdammt nochmal. Hey, Sally. Oh, Scheiße. Wenigstens ist die Tür offen, was? So geht es natürlich auch. Alles okay? Keine Ahnung. Bei dir? Taub. Ja, mal sehen, was Avery für uns bereithält. Ja, mal sehen, Alter. Okay, gut. Das war natürlich jetzt wirklich nicht so, wie es geplant war, aber... Naja, wir sind drin, ne? Okay. Nur noch hier durchkommen? Ja. Boah, derbe. Wie schwer das denn sein muss. Hey, schau. Die Münze. Willst du sie? Ja, klar. Warum nicht? Mal sehen, was da unten ist. Kann man immer mal gebrauchen. Haufen von Gold und Juwelen. Sam, endlich, bist du okay? Ich habe meinen Turm durchsucht, nichts gefunden. Tja, das ist definitiv der richtige Ort. Komm hier rüber. Ernsthaft? Okay, ich bin unterwegs. Na komm. Gut. Gut. Ja, das sieht doch schon viel prunkvoller, sagt man das so? Naja, es sieht auf jeden Fall schon viel mehr aus nach... Oh ja, da können sie den Schatz befinden. Oh, das sieht gut aus. Das sieht gut aus. Sally, wird ja weit voraus. Was? Wow. Seid ihr unsere Jungs? Kein Schatz. Henry Avery, Thomas Two, echte Komplizen. Verdammt. Gut. Mit Schatz, das müssen wir nach hinten schieben. Sieht für mich eher aus wie ein Rätsel. Die Gründer. Die Gründer von was? Founder. Der schlimmstmöglichen Schnitzeljagd. Hier sind die Siegel von Avery und Two. Die sind aber etwas anders. Ja, wir haben diese Sternmuster. Die drehen sich. Aber in welche Richtung sollen sie zeigen? Probieren wir es mal aus. Theoretisch müsste man ja jetzt nur einfach bei zwei nur einfach testen. Okay, drehen wir das mal. Nee, einen weiter. Ach so, ich hab's gecheckt. Und den einen. Zacko.
Denn da sind diese Sterne und die muss man miteinander verbinden. Okay. Ah. Wir lösen das nächste Rätsel. Mehr Piratensymbole. Adam Baldridge, Anne Bonny und Christopher Condent. Okay, jetzt müssen wir natürlich mal schauen. Pass mal auf. Aber die haben jetzt so viele Striche, Alter. Hör mal, da sind gar keine Sterne, nur so Striche. Es gibt zu viele Kombinationen. Ja. Schauen wir doch mal, wo diese Tür hinführt. Ich hoffe auf ein paar Schätze. Da sind wir schon zwei. Hey, ich hatte recht. Baldridge, Bonny und Condent. Sehr schön. Aber was machen die überhaupt hier? Tja, finden wir es raus. Gute Frage. Auf jeden Fall hat das da irgendein... Bonny war ein Rotschopf. Ja. Hey, sieh mal die Sterne. Die auf den anderen Siegeln von Avery und Two im anderen Raum. Hey, du hast recht. Okay, okay, ich hab's verstanden, ich hab's verstanden. Also, ich hab mich gerade schon gewundert, warum auf dem Bild so ein helles Viereck und ich sehe gerade, dass es da und da auch. Okay, also. Wir müssen wahrscheinlich jetzt hier genau schauen, welche Symbole aufgezeichnet sind. Ja, Condent nannte man Einhandbill. Die andere war wohl angefertigt. Hier ist noch so ein Sternmuster. Ja, so? Aber das hier ist anders als das erste. Oh, ja. Und das holen wir uns hier gut auch. Aufgepasst. Danke. Was denkst du? Die Siegel von Avery und Two. Die Sterne passten zueinander, weißt du noch? Ich wette, das tun die auch. So, und jetzt können wir nämlich drehen. Jetzt passt mal auf, wenn wir das so machen. Nein, wir brauchen hier eins mit drei. So, das legen wir mal ab. Dann schnappen wir uns das hier. Drehen. So, ablegen, das hier, einmal drehen, zack. Das heißt, in diesen, so in der Konstellation müssen wir die Bilder drehen. Okay, nice. Das testen wir nochmal. Oh, das ist ein tricky Rätsel, aber wir kriegen das hier schon gut auf die Reihe. Oh, jetzt werde ich mir nochmal merken, wie das nochmal war. Warte mal. Also, die Köpfe müssen nach, das nach links und die anderen beiden nach rechts. Okay. Okay. Oh, das war der falsche Knopf. So, erstmal das hier nach, so. Dann, zack, zack. Haha. So, wenn wir nicht der Chef im Ring sind, ne? Dann weiß ich aber nicht mehr. Ja. Also, wer waren diese Typen? Das sind, Weißt du nicht, oder? Es gab damals einen Haufen Piraten, weißt du? Wir stecken fest. Nein, gar nicht. Gib mal dein Handy. Was willst du einen Freund anrufen? Fast. Ich texte Sam. Nein, wir dürfen sogar selbst fotografieren. Sally, bitte lächeln. Nee, komm schon. Na los, bitte lächeln. Lächle. Was dafür? Dafür haben wir eine Trophäe bekommen, weil wir Scheiße bauen, Alter. Nice. Können wir auch ein Selfie machen? Kann man das? Kann man auch switchen mit irgendeinem Knopf oder so? Nee, leider nicht. Schade. So. So. Das sind eigentlich ein paar schöne Gemälde. Wenn wir keinen Schatz finden, könnten wir sie an ein Museum verkaufen. Finden wir die Sternmuster. Okay. Das hier liegt aber auf dem Boden. Hey, Sally, hilf mir mal. Na klar. Ja, echt mal. Hier hat jemand vor Randale betrieben. Wow, der Pirat sieht aber böse aus. Hängt es gerade? Wen interessiert das? Mich zum Beispiel. Joseph Howell. Okay. Puh, sieh dir Farrells Gesicht an. Er wäre wohl lieber irgendwo anders. William Mays. Amerikaner? Ja, aus Rhode Island. Wie Thomas Two. Oh. Irgendwas vibriert? Ah, Handy. Hey, nice. Bist du noch im Turm? Ja, gerade wieder runtergeklettert. Was ist das für ein Bild?
Sag ich dir später. Sag mir erstmal, wer wer ist. Also die Delfine sind Richard Wand. Der Dreizack ist Joseph Farrell. Und die beiden Hände mit Perle sind William Mays. Gut, bleib an einem Ort mit Empfang. Wir brauchen dich bestimmt noch. Warte, Nathan. Hast du den Schatz? Nein, noch nicht. Aber ich arbeite an einem Mechanismus. Ich sag Bescheid. Okay. Gut. Sicher, Globus. Dieser Wand wirkt wie ein Gelehrter. Hey, Richard Wand. Er war der Kapitän der Dolphin. Puh, er und Baldrige haben wohl um die beste Perücke gewetteifert. Dann macht das mit den Delfinen aber Sinn, wenn er das weiß. Er hätte auch selbst herausfinden können. Er wäre schon einer von drei raus gewesen. Wenn man einen sicher safe hat, wie der platziert werden muss, dann ist es ja eigentlich nur eine Frage der Zeit, ob man die richtige Kombination hat, wenn man die mal dreht. So. Naja. Nate, also hättest du keine Hilfe gebraucht. Jetzt bist du auch so ein kluger Kerl. Gut. Hä? Wieso? Warum haben wir jetzt das von Wand nicht? Ist doch der, oder? Nee, das ist Joseph Farrell. Hä? Warte mal. Wand ist Captain der Dolphin. Ja, und warum haben wir seins jetzt nicht? Hm. Ach so. Hm. Aha. Aha. Okay. Gut, dann wollen wir nochmal testen. Das ist schon schwieriger. Fangen wir besser mit dem letzten an. So, mal schauen. 1 und 2, das passt nicht. Doch das könnte passen. Okay, warte. Nee. So, pass mal auf, wenn wir das so lassen. Müssten wir das einmal so drehen? Ach nee, das geht auch nicht. Das geht auch nicht. Wir drehen das einmal so. Machen. Ah nee, oder? Warte mal, ich muss selbst überlegen. Wir nehmen mal das und drehen das so. Ja, das geht auch nicht. Wenn ihr es habt, wäre das jetzt cool, wenn ihr mir sagen könntet, aber es geht ja leider nicht. Deswegen muss ich es doch leider selbst ausholen. So, hier 2 und 1, ja. Ah, nice. So, das passt. Dann brauchen wir hier 3 und 1, das heißt den einen nach rechts. So. Gut, Delfine hoch runter, zacken nach links, Hände nach unten. Okay. Das könnte funktionieren. So. Der linke Delfin muss, der helle muss nach da. Zacken nach links, Hände nach unten. Gut. Das funktioniert nicht. Aber so passt doch unser Rätselgedöns, oder? Guck mal, das 1, 2, ja. Das passt. Vielleicht die Delfine andersrum? Ah! Okay. Dann habe ich mich bei den Delfinen vertan. Entschuldigung. Weißt du, ich bin wirklich geschockt, dass du das nicht weißt. Oh, ich weiß es. Ich will sicher gehen, dass Sam es weiß, weißt du? Er will gerne gebraucht werden, deshalb. Aha, natürlich. Gut, dann wollen wir mal. Ja, der Sam will gerne gebraucht werden. Und der Nate weiß es natürlich. Mist, oh. Was ist hier passiert? Da ist wohl eine Fackel runtergefallen. Komm, mal sehen, was übrig ist. Fangen wir mal mit dem hier an. Edward England. Kräftiger kleiner Kerl. Wie ein Zwerg. Nummer 1. Ich wusste gar nicht, dass wir hier in World of Warcraft sind. Achso, für die Leute, die vielleicht interessiert. Ich habe den Film Warcraft The Beginning gesehen. Sehr gut. Sam hat geantwortet. Ah. So. Siehst du, Sam weiß also auch nicht alles. Hammer ist nicht angebracht. Ja, ich weiß. Sehen wir uns die Gemälde an. So, left to right, von links nach rechts. Edward England. Jarik bin Malik. Yassin al-Basra. I've never seen the monkeys before.
Okay, der ist. Er droht in, ne? Okay, okay, passt. Ja. Ja, sieht Al-Basra. Wirkt indisch. Fast. Gut. Also, haben die Mongole nicht Avery ausgeraubt? Ganoven-Ehre. Ja, ob es das wirklich gibt? Kein Name. Seine Aufmachung wirkt maurisch. Tja, vielleicht kommt er daher. Sterne? Aber wer bist du? Ich wollte auch erst sagen, vielleicht persisch, aber da passt irgendwie dieses... Was ist das hier? Dachs, Leopardenfell oder was das auch immer sein soll. Lachs, ja, Lachs. Wie heißt da mal diese komische Katze, die aussieht wie eine Katze, aber keine ist? Also so eine Katze, aber... Das hab ich vergessen. Aber das passt auf jeden Fall nicht dazu. Der Rest, ja, ja. Ich erkenne den Kerl nicht. Er wirkt viel jünger als die anderen Piraten. Irgendwie schon, ne? Ich habe auch kein Namensschild. Wie die anderen. Gut. Was wir aber auf jeden Fall gucken können, was haben wir denn jetzt okay, hier? Ich habe die Namen von zwei von ihnen. Wir sollten das trotzdem lösen können. Denke ich mir auch. Hoffe ich. Aber warum haben wir denn... Wieso haben wir von diesem Malik jetzt kein Ding? Der hat er doch. Der auch. Ja auch. Wieso haben wir denn aber kein Gedöns jetzt hier? Das ist scheiße. Ach so. Nein, ist okay. Pass mal auf, wir müssen das erstmal kontrollieren hier. 3 und 1. 3 und 1 gibt es. Wenn wir die zusammenlegen, funktioniert das so aber nicht. So. 2 direkt beieinander. Das würde theoretisch gehen. Ich nehme den mal und pack den mal hier hin. So, das würde nämlich passen. Haben wir denn auch... Ah nein, okay, das passt nämlich schon mal nicht mehr. Denn wir haben keine zwei, die so zusammenpassen. Okay. Nächster Versuch. Pass mal auf, dann machen wir das mal anders. Dann machen wir mal... 4 gibt es auf jeden Fall schon mal nicht. Das ist auch raus. Der Einzelne ist auch raus. Dann kann es eigentlich nur noch der da sein. So, dazu müssen wir jetzt die passende Seite finden. Passt nicht. Gut, dann ist der Zettel hier ist nämlich dann weg. Der ist weg. So. Und ich sehe nämlich auch gerade, bei dem hier hätten wir theoretisch 4. Jo, das ist richtig. Das ist richtig. Wir haben es. Passt auf. Der kommt hier hin. Jetzt nehmen wir nämlich den hier und drehen den schon mal so. Dann haben wir das nämlich auch. Dann brauchen wir jetzt hier nur noch die passende Seite. Die ist auf der anderen. Und geknackt. Schön. So, das sind die Fragezeichen. Da müssen wir einfach nur auf den Kopf drehen. Gut, dann fangen wir mal an. Das Ding muss über Kopf, links, also runter, links, runter, rechts. Nice. Das probieren wir mal. Dann hätten wir das geknackt hier. Runter, links, runter, rechts. So. Runter, links, runter, rechts. Boom. Nice. Was haben wir hier? Ich weiß noch nicht genau. Na, dann schick's doch an Sam. Wirklich? Hey, aber er ist doch der Piratenexperte. Ich meine ja nur. Na, wo ist Sally Rechte? Okay, einmal. Zacko. So ein Smartphone ist schon was Feines, ne? Heutzutage? Zweimal. Ich wüsste gar nicht, was ich machen würde ohne. Und Nate scheint auch auf den Geschmack gekommen zu sein. Okay, mal sehen, was er dazu sagt. Hörst du? Das sieht fast aus. Ja. Was tust du? Du hast doch Fotos gemacht. Halt mal. Also, Averys Rekruten haben ja damals wohl keine Smartphones gehabt. Na, wahrscheinlich nicht. Also wären sie nur so auf den nächsten Hinweis gekommen. Das sind Hinweise. Ja, pass auf. Voila. Okay, das sind wohl Fassadwinde.
Ja, und das sieht aus wie Breitengrade. Und ich schätze, wir packen mal wieder unser Taschenkumpel. Was? Rodeus Quod Licentia. Nein, nein, das kann nicht sein. Was meinst du? Oh Gott, so offensichtlich. Nicht. Warum habe ich das nicht eher erkannt? Scheiße, jetzt spuckst du einfach raus. Wovon zum Teufel sprichst nein, du? Nein, warte mal. Sam, hast du die Fotos? Sieh mal an. Da denke ich, ich rufe Sullivan an. Und wer hebt dann ab? Wie geht's dir, Nate? Hey, Rafe. Ist eine Weile her. Woher hast du die Nummer? Hast du sie auf einem Bierdeckel gefunden? Schön wär's. Das hätte mich nur ein paar Gläser rumgekostet. Nein, nein. Ich habe ein Batzen Geld bezahlt, um euch zu finden. Ja. Ich hoffe, du hast nicht zu viel in dieses Avery-Ding gesteckt. Da gibt's harte Konkurrenz. Ja, du hast dich ziemlich clever angestellt. Aber am Ende zählt ganz allein, wer Averys Schatz zuerst kriegt. Aha, das klingt wie eine Wette. Hey, Nate, du weißt, ich stehe auf Wetten. Nur meine Partnerin. Tja, sie bevorzugt die Vermeidung unnötiger Risiken. Wow, Rafe Adler hat die Zügel nicht mehr in der Hand. Die Zeiten haben sich geändert. Hör zu, Nate. Ich mach dir ein einmaliges Angebot. Du lässt die Sache sein. Gehst heim, lebst dein Leben. Alles ist vergeben und vergessen. Wegen der alten Zeiten. So verlockend das auch klingt, Rafe. Ich muss sagen, ich bin eigentlich nicht der Typ, der aufgibt, wenn er gerade gewinnt. Okay. Rodeus Quod Licentia. Für Gott und Freiheit. Echt nette Bilder, Nate. Guter Aufbau. Du hast uns gehackt. Du hast mein Kreuz geklaut. Hör zu, Nate. Wenn du halb so schlau bist, wie du selbst glaubst, akzeptierst du jetzt. Wie sieht's aus? Hör zu, es war wirklich nett, mit dir zu plaudern, aber ich habe gerade noch einen Anruf. Gut, Nate. Nur noch eins. Nate! Was? Dir ist doch klar, dass eure Telefone auch GPS haben, oder? Wir sehen uns dann, Kumpel. Lass mich raten, Kerle mit Waffen sind hierher unterwegs. Sam, für Gott und Freiheit. Nathan, weißt du, was das bedeutet? Sam, hör mir zu. Weg von der Straße, sofort. Zerstör dein Telefon. Was ist denn los? Ray weiß, wo wir sind. Du musst dich sofort verstecken. Sam? Sam! Verdammt. Hey. Ich kauf dir ein neues. Oh ja, das braucht er auch. Shit, wir wurden gehackt. Alle unsere Pläne wurden von Rafe abgefangen. Und alle in unsere Informationen, die wir besitzen, auch. Das ist mächtig scheiße, würde ich behaupten. Puh. Und wir müssen jetzt eigentlich auch abhauen, ne? Vor allem müssen wir Sam helfen, denn auf dem wird schon hart geschossen, wie wir ihn mitbekommen haben. Und die Leute wissen gar nicht, was abgeht. Sally. Ich glaube, das ist Sams Turm. Auf jeden Fall ist das Sams Turm. Komm schon. Hier lang. Ja. Freunde, wir müssen Sam helfen. Und schauen, dass wir ihn da aus dieser Nummer rauskriegen. Und dass nicht noch mehr passiert. Aber das sehen wir dann in der nächsten Folge von Let's Play Uncharted 4. Also bleibt dran, haut rein. Euer Jardi. Ciao.